Ja, schönen guten Abend zum heutigen Vortrag von Patrick Mühr, der schon 2013 hier in Innsbruck war. Das war ein Städtebau- oder Stadtplaner-Symposium im Rathaus. Seit 2013 gibt es auch eine Kooperation mit der Firma Sieblick. Sein Vortrag ist im Rahmen dieser Kooperation mit der Firma Sieblick. Es sind zwei Mitarbeiter auch von der Firma Sieblick da, mit Unterlagen und zwei Solarpanelen. Falls jemand Fragen dann hat, die Herren sitzen derzeit noch oben in der letzten Reihe, also auf der Galerie ganz rechts. Eine Serie von Vorträgen, die sich eigentlich um das Thema Stadtarchitektur und Energie dreht. Und ich freue mich, dass heute der Patrick wieder in Innsbruck ist. Er hat Architektur studiert, war dann von 1989 bis 2009 Architekt, schwerpunktmäßig, würde ich jetzt mal sagen, Wohnbau, und hat dann einen Sprung, also in der Out-Info, vom Segelboot zum in Fahrt befindlichen Tanker gemacht. Er war dann von 2009 bis 2016 der Stadtplaner von Zürich und ist jetzt 2017 wieder zurückgekehrt in das Feld der Architektur und wird uns heute einen Vortrag halten mit auch einem Bezug zu Innsbruck, weil Patrick Mühr, ich weiß nicht wann, aber hat den Auftrag von der Stadt Innsbruck bekommen, eine Studie zu dem Thema Wilden Süd, also das ganze Areal um den Südring mit der bekannten Nichtlösung, meiner Meinung nach Grasmeierkreuzung. Und danke dir fürs Kommen. Und wünsche einen interessanten, vielleicht auch dann im Anschluss sehr diskussionsreichen Abend. Danke. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich hoffe, dass man mich jetzt überall hört. Ich danke natürlich auch dem Sponsor, dass ich hier sprechen darf und dass auch meine Hotelkosten übernommen werden und die Reisekosten und auch ein kleines Honorar. Es ist nicht selbstverständlich und daher freut es mich auch so. Arno hat es gesagt, ich bin, glaube ich, ein Exot, oder? Ich war Architekt, ich bin dann in die Stadtplanung gegangen, ich habe gewechselt. Ich wollte das mal, dieses Angebot für die größte Schweizer Stadt, die Planungshoheit oder die Planungsverantwortung zu haben und auch für die architektonische Qualitätssicherung zuständig zu sein, das wollte ich eigentlich, das hat mich interessiert. Es war auch eine super Zeit, aber ich komme dann auch darauf, oder, dass es ist ein Job, den man sich eigentlich nicht vorstellen kann als Architekt, wenn man da hingeht. Und daher werde ich heute auch versuchen, ein bisschen zu erzählen, was das heißt, wenn man eben als Architekt Stadtplaner ist und was das bedeutet und was die Abhängigkeit sind und dann am Schluss noch wieder, was es heißt, wenn man Architekt ist, was man da für Abhängigkeiten oder Rollen hat und das Ganze so ein bisschen mit dem Fokus Nachhaltigkeit, 2000-Watt-Gesellschaft. Und ich versuche das auch jetzt darzulegen. Also es geht wirklich darum, oder, der Stadtplaner, der hat den Auftraggeber, ist die Politik und die Politik hat den Auftrag wieder vom Volk. Es gibt einen Volkswillen oder es ist, ich könnte auch sagen, die Demokratie ist eigentlich der Bauherr, der Stadtplaner. Und dem gegenüber steht der Architekt, der einen Bauherr hat und der Bauherr hat ja meistens, ich sage es mal so, Einzelinteresse. Und das will ich eigentlich zeigen und möchte aber auch gleichzeitig zeigen, oder, was hat denn Karies mit Stadtplanung zu tun? Fly-by-wire, was heißt das? Stadtplanung und Demokratie, dann nachhaltiger Städtebau und da möchte ich auch auf Wilton, auf diese Studie hinweisen und dann eben wieder die Flughöhe ein bisschen wechseln, oder ist es beim Architekten auch immer noch die Karies, die er bekämpfen muss, oder ist es eher eine Zahnkorrektur und dann am Schluss noch ein bisschen aus der aus dem eigenen Büro auch erzählen. Also, was hat Karies mit Stadtplanung zu tun? Das ist eigentlich ein... ich bin auch verschrocken, als ich die
Bilder gesehen habe, die man über Karies alles zeigen könnte. Also es gibt da dann viel bösartigere Bilder, die dann wirklich schmerzen. Aber warum fange ich so an? Ich habe, als ich Stadtplaner war, hat man ja die Vorstellung, man macht Stadtplanung. Es ist aber eigentlich das Gegenteil, ist eigentlich der Fall. Als Stadtplaner war ich in alle möglichen Gremien Politik eingebunden und ich hatte einfach Sitzung von morgen um 7 bis abends um 8, manchmal auch länger. Und eines Morgens habe ich so, ich habe dann immer einen Stab hinter mir, der mir die Tagesabläufe organisiert hat, hat mir immer Mappen gemacht und dann habe ich den am Abend habe ich den mitgenommen, am Morgen um 6 Uhr habe ich angeschaut, wo ich eigentlich meine erste Sitzung habe und dann hatte ich gelesen, ich wurde aufgeboten vom Stadtzahnarzt in Bezug auf die Kinderkaries. Und dann habe ich wirklich gedacht, ja, jetzt, das geht mir jetzt zu weit. Was hat Stadtplanung mit Karies zu tun? Aber es war eben sehr interessant, oder? Und das kann man eigentlich so, Sie können an den, ich wurde dann aufgeklärt, Sie können an den, am Karies von Kleinkindern können Sie genau sehen, wo die in der Stadtplanung oder wo die, wie soll ich sagen, die Kinder leben oder die Familien leben, die benachteiligt sind. Oder die Kinder und die benachteiligt sind, die haben auch Eltern, die vielleicht zwei Berufe haben, sie sind vielleicht schlecht ausgebildet, sind vielleicht Ausländer und sie müssen zwei Jobs haben, vielleicht putzen sie von morgens 4 Uhr bis 8 Uhr und dann machen sie Botendienste oder weiß nicht was. Und diese Kinder, diese Kleinkinder, die haben auch kein soziales Umfeld, sie haben keine Möglichkeit, die Kinder in die Betreuung zu schicken und diese Kinder sind dann, spielen dann mit irgendwelchen Games oder Computer und sie werden vor allem mit Süßigkeiten versorgt. Und daher kann man mit Zahnkaries, von Kleinkindern können sie genau sagen, wo in der Stadt die schwierigen oder die problematischen Gebäude sind oder Punkte sind. Und in diesem Sinne ist eben Karies ein gutes Sinnbild, was ein Stadtplaner eigentlich machen muss. Er muss die Karies bekämpfen. Ich könnte auch sagen, oder, das ist eine Hauptaufgabe der Stadtplanung, dass sie sich um die schwierigen Fälle, um die Probleme kümmert. Weil ich könnte auch sagen, oder, das Geld, sage ich mal so, das findet seinen Weg und Sie müssen als Stadtplaner müssen Sie nie für die Reichen sorgen oder schauen, dass die noch die guten Wohnungen bekommen oder so. Die können sich das leisten. Aber es ist eine Aufgabe der Stadtplanung eben für diese Leute zu schauen. Und wenn ich das noch sage mit dem Karies, oder, es ist so, dass Studien zum Beispiel in Zürich gezeigt haben, dass diese Kinder, die quasi einen schlechten Start ins Leben haben, die sind das ganze Leben hindurch benachteiligt. Also das geht dann weiter mit, sie kommen aus der Schule oder verlassen die Schule frühzeitig, es gibt dann all die Probleme, Drogen, Jugendkriminalität, keine Ausbildung, Jugendarbeitslosigkeit und die Stadt Zürich setzt jedes Jahr etwa 30 Millionen Franken ein für diese Früherkennung und für diese Förderung. Und ich habe dann mit diesem Zahnärztlichen Institut auch ausgemacht, oder, wenn man jährlich 30 Millionen Franken ausgibt, dann könnte man ja auch mal so ein Haus kaufen, die Stadt, oder? Da kann ein Haus kaufen, kann es sanieren und eigentlich dann auch schauen, dass das in Ordnung kommt. Und diese Kinder werden erfasst, das, um diese Geschichte abzuschließen, die werden erfasst, die werden gehen in den Kinderhort. Es wird Buch geführt, was sie für Stärken haben, für Schwächen haben. Und das Ziel ist, dass wenn sie eingeschult werden, dass sie die gleichen Chancen haben wie ein normales Kind. Oder sie sprechen dann auch Deutsch, sie haben die gleichen Chancen und es ist ein langfristiges Ziel, das man hier hat. Und ich werde darüber noch sprechen, oder, was Stadtplanung heißt, dass man weit in die Zukunft hinausschauen muss. Und ich komme dann noch darauf zu sprechen, oder, das ist mit der Politik manchmal ein bisschen schwierig. Aber gehen wir weiter. Als ich natürlich diese Stelle angetreten hat, hatte ich eher vielleicht auch die Hoffnung, dass es eher so ist. Das ist ein Bild von Nero Quo Vadis. Oder man kann dann sagen, der Stadtplaner, da machen wir noch eine Achse, da noch ein bisschen höher oder so. Aber es ist natürlich weit gefehlt.
heute Stadtplanung geht alle etwas an. Jeder ist betroffen, gerade heute mit unseren technischen Möglichkeiten. Es wird sehr viel auch kommuniziert. Die Leute, jeder wohnt, jeder weiß, was eigentlich gut ist. Jede hat eine Ahnung vom guten Geschmack, vom Stil. Und das führt eigentlich dazu, dass eben die Stadtplanung viel, viel allgemeiner geworden ist. Und wenn ich sage Stadtplanung, oder dann sieht man, das sind jetzt ein paar Bilder aus Zürich, und Sie sehen, es ist eigentlich fast nicht Architektur dabei. Es geht um die öffentlichen Räume, es geht um die Erdgeschossnutzungen, es geht um die Nutzungen, die öffentlichen Nutzungen am richtigen Ort zu platzieren, es geht über den öffentlichen Verkehr, es geht aber auch um das Ausgehen in der Nacht, oder wo sind die Clubs, wo kann noch Lärm gemacht werden und so weiter und so fort, wo kann man noch Freiräume schaffen, und das sind eigentlich die Herausforderungen, die heute geschehen. Und wenn man Stadtplanung macht, dann ist das wirklich, es geht immer um Politik. Sie haben da verschiedene Politikfelder. Es geht um Wohnpolitik, Verkehrspolitik, Finanzpolitik, Umweltpolitik, Migrationspolitik und so weiter und so fort. Das ist ein riesiges Paket, und ich hatte, als ich diesen Job hatte, hatte ich wirklich manchmal das Gefühl, ich bin der politischste Mensch in ganz Zürich, der mit all diesen Fragen war, wurde ich konfrontiert. Das hat aber auch etwas dazu zu tun, dass eine Verwaltung in einer Stadt, das ist auch richtig so, darum heißt die Verwaltung, sie verwaltet. Und Zürich oder auch Innsbruck, ist eine wachsende Stadt, und es gibt ganz wenig Leute, die sich um die Zukunft kümmern. In die Zukunft schauen, und das macht die Stadtplanung interessant für verschiedenste Departemente oder Dienstabteilungen und so weiter, und daher ist man in diese eingebunden. Jetzt, ich habe dann überlegt, oder was ist eigentlich, wie funktioniert eigentlich Stadtplanung? Ich habe das Fly-by-Wire, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Fly-by-Wire heißt eigentlich, dass heute ein Pilot oder wenn wenn heute ein Flugzeug abstürzt, ist es 80% ist es menschliches Versagen. Das ist meistens der Mensch, der irgendetwas falsch gemacht hat. Und jetzt Fly-by-Wire heißt, oder wenn man jetzt fliegt, dass eigentlich all die Bewegungen, die ein Pilot macht in seinem Flugzeug, werden über zwei Bordcomputer auf ihre Richtigkeit geprüft. Und das fand ich eigentlich interessant, und das ist eben auch bei der Stadtplanung so, oder? Wir können eigentlich nicht mehr viel machen, die Stadtplaner. Unsere, was wir machen, das wird von verschiedensten Seiten wird das geprüft. Oder? Es wird von der Öffentlichkeit geprüft, von den Betroffenen geprüft, es wird von der Politik geprüft. Und das heißt eigentlich auch, oder, dass man mit in der Stadtplanung, man kann Visionen haben, aber die werden einem schön sachte, werden die einem zurechtgestutzt. Oder wie es Helmut Schmidt mal gesagt hat, oder? Haben Sie eine Vision, gehen Sie zum Arzt. Oder? Und das ist so das Spannungsfeld, wo sich ein Stadtplaner darin herumschlägt. Aber darum, das ist Fly-by-Wire, finde ich ein wunderbares Bild, wie man eigentlich die Stadtplanung heute macht. Oder? Und das sind, oder ein Pilot hat auch Rahmenbedingungen, oder er hat ein Treibstoff, gibt die Quantität an, wie weit er fliegen kann. Er hat Wind, Wetter, oder die ihm die Vorgaben geben, und beim Stadtplaner sind es auch, gibt die Gesellschaft gibt Bedingungen vor, eben die Politik, die Ökonomie, Ökologie, die Geschichte. Eine Stadt hat immer auch eine Geschichte, mit der man umgehen muss. Es gibt die Gesetze, es gibt dann den Volkswillen, Volksabstimmung, es geht um die Qualität, es geht aber auch um Mobilität und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt als Pilot wieder dieses Bild nimmt, oder ein Pilot muss all diese Rahmenbedingungen oder diese Instrumente beherrschen, der Stadtplaner muss das auch beherrschen, aber was auch noch wichtig ist, oder der Pilot, der braucht ja irgendwo ein Ziel, er muss irgendwo hinfliegen oder etwas anfliegen, und der Stadtplaner braucht auch eine Vision. Und ich habe ein Bild gesucht, das ist die Zürcher Stadtregierung, das ist ein lustiger Haufen mit der Stadtpräsidentin, das war mein Chef, da der fröhlich lachende Geografielehrer. Ich bin ja jetzt im Ausland, ich kann ja auch da ein bisschen offen sprechen. Oder? Das Problem beim Politiker oder bei der Politikerin ist, oder sie denken in Legislaturperioden, also
4 Jahre, 5 Jahre, ich weiß nicht, wie lange es bei Ihnen ist. Und der Stadtplaner, der muss, oder ich werde das vielleicht noch zeigen, oder wenn wir jetzt über Wiltern, über den Südring sprechen, da können wir heute etwas festlegen. Aber die Umsetzung, die definitive, die ist dann vielleicht in 15, in 20 Jahren. Und das braucht sehr viel Zeit. Und das war die Herausforderung, oder immer herauszufinden, wie wir die Regierung jetzt so konditionieren konnten, dass sie über diese Legislaturziele hinaus denken. Und wir haben ihnen dann, wir haben gefragt oder gesagt, wir müssen eine Strategie 2035 machen, oder wo sich die Regierung mal festlegt, wie weit sie schauen will. Aber das ist war eine ganz schwierige, wir konnten diese nicht sagen, jetzt macht eine Strategie. Wir haben es so gemacht, wir haben ihnen 3 Fragen gestellt. Wovon leben wir heute und morgen? Wie leben wir und wie organisieren wir uns? Und mit diesen 3 Fragen, das war sehr interessant, oder? Wovon leben wir heute? Ja, dann haben sie gesagt, ja, Zürich ist eine Bankenstadt und soll es auch noch in Zukunft sein. Also haben wir aufgeschrieben, Banken, Finanzsektor muss unterstützt werden oder muss auch dann, oder übersetzt heißt das, dass wir dann, wenn das wichtig ist, müssen wir in der Planung, müssen wir Raum schaffen, dass sich diese dass die Banken, die Versicherungen und so weiter auch räumlich entwickeln können, dass sie Standorte finden, wo sie sich, wo sie weiter wachsen können. Oder, Entschuldigung, wie leben wir? Oder, wie leben wir? Was, alle haben gesagt, ja, wir wohnen und wie können wir wohnen? Und wir brauchen günstige Wohnungen. Oder? Und so haben wir das, haben sie uns Antwort gegeben und aus diesem haben wir dann eine Strategie gemacht. Und diese Strategie hilft dann eben wieder, oder ein Bild zu machen, was für eine Stadt wollen wir? Wollen wir eine Stadt sein eben für alle oder wollen wir eine Stadt sein für die Ökonomie, wo man Gewinn macht, wo man sich wohlfühlt, für Kleine, für Arme, für Reiche und so weiter. Und das ist, glaube ich, übergeordnet, oder braucht man ein Zielbild, ein Bekenntnis von der Politik für die Stadt, und an diesem Zielbild kann sich dann der Stadtplaner orientieren, und je genauer das Zielbild ist, oder die Politik ist, umso präziser kann der Stadtplaner oder die Stadtplanung dann auch oder die Stadtplanerin dann auch arbeiten. Das ist einfach ein Sinnbild, oder hier für Zürich. Sie sehen die Hauptbahnhof oder die Bahnlinie, es gibt Hochhäuser, es ist durchgrünt, es gibt die Straßen und so weiter. Und das ist, glaube ich, was ist eine große Leistung, oder was wir waren immer stolz darauf, dass wir den Stadtrat, die Regierung dazu bringen konnten, dass er ein Bekenntnis abgibt zum Stadtbild der Stadt Zürich. Ich habe gesagt, das gefällt uns. Dann habe ich gesagt, also wenn euch das Stadtbild gefällt, dann müssen wir zudem Sorge tragen. Und was heißt Sorge tragen? Wir müssen Wettbewerbe machen, müssen Testplanung machen, müssen diesen mit unserer Geschichte, mit unserer Kultur, mit unseren Bauten sorgfältig umgehen. Und mit diesen Worten möchte ich eigentlich zum dritten Thema gehen. Es geht eigentlich jetzt um den nachhaltigen Städtebau. Und es gibt ja in Zürich auch es gab eine Volksabstimmung, die man, das Volk hat Ja gesagt zur 2000-Watt-Gesellschaft. Die 2000-Watt-Gesellschaft heißt, dass wir bis ins Jahr 2050 unseren Energieverbrauch von heute etwa 5000, das war auch schon höher, etwa auf 2500 Watt pro Jahr, pro Person senken. Das Ziel ist auch dann, das bis dann noch weiter auf 2000 zu senken. Und nur wenn wir diese Ziele erfüllen können, können wir auch zum Beispiel die Klimaerwärmung kommen wir in den Griff, wobei das noch schwierig ist, oder wir bekommen sie in Zürich in den Griff oder in der Schweiz, aber in China oder so sind natürlich ganz andere Kräfte noch am Wirken. Jetzt möchte ich etwas über nachhaltiger Städtebau sagen, aber ich möchte da noch etwas dazu sagen, oder was auch noch ist, oder dass die Politik, oder wenn ich jetzt eben diese nachhaltiger Städtebau und Klimaerwärmung zusammensetze, dann ist das ja sehr kompliziert auch zu erklären oder in seiner ganzen Umfang. Und die Politik hat eben Mühe, eben solche Zusammenhänge klar und deutlich zu benennen. Und da weicht sie eben auch gerne auf das Bauen aus. Das Bauen ist das ideale Vehikel für die Politik, ihre Haltungen auch darzulegen. Ich kann ein Beispiel machen. Es ist nur logisch, dass ein Grüner
gegen Parkplätze ist. Aber es ist auch logisch, dass ein Liberaler gegen alle Bauvorschriften ist oder ein Sozialdemokrat für die sozialen Anliegen ist oder ein, Sie können jetzt jedes Beispiel nehmen. Das führt ja auch dazu, wenn man baut oder plant, dass man zum Beispiel über Parkplätze, also in Zürich kann man da abendfüllend, ja, kann man da Diskussionen führen. Und wenn wir ein Projekt oder in den Ausschuss kamen, in den Gemeinderat oder so, das waren die Hauptfragen, über, zum Beispiel über die Parkplätze zu diskutieren. Und in dem Sinn ist natürlich die Politik unglaublich dankbar, dass es das Bauen gibt. Und ich sage es auch so, zum Beispiel in Zürich, das ist ja seit Jahren oder seit längerer Zeit eine linksgrüne Mehrheit hat, hat das auch damit zu tun, dass die Linken, ich sage es jetzt mal so pauschal, das ist keine Wertung, die sind in diesen Fragestellungen viel besser aufgestellt als die Bürgerlichen. Und was sie jetzt gemacht haben über all die Jahre, sie haben quasi ihre Parteiprogramme, haben sie über Volksabstimmung quasi in die Gemeindeordnung einschreiben lassen. Ich habe gesagt, 2000 Watt Gesellschaft, wir müssen den Stadtverkehr bis 2025 um 10% reduzieren. Wir müssen bis 2050 immer über Volksabstimmung müssen wir ein Drittel bezahlbaren Wohnraum schaffen und. Also diese Dinge sind über die Gemeindeverfassung dann eben eingeschrieben und es sind auch einen Auftrag. Jetzt tönt das ganz schlimm, vielleicht. Aber es hat natürlich unglaublich Vorteile, wenn Sie etwas sagen oder wenn wir über eine Straße oder über Verkehrsführung sprechen oder über Quantitäten von Straßenführungen oder Querschnitten, wenn man sagen kann, ja, aber es gibt diese Volksabstimmung und das ist eigentlich Volkswille, da können Sie es auch durchbringen. Und das macht eigentlich dann die Stadtplanung in diesem Sinne auch wieder stark, wenn man diese Ziele auch hat. Also, ich komme wieder zu Strategien, oder? Das ist ein Bekenntnis von Zürich, oder? Dass der Stadtrat hat das sich so geäußert, es soll nachhaltig, sozialverträglich, qualitätsvoll nach innen verdichten werden, oder? Jetzt als Architekt, oder? Das interessante Wort ist qualitätsvoll, oder? Wann ist Architektur oder so qualitätsvoll, oder? Eben zum Beispiel, wenn man einen Wettbewerb macht, der nach den Regeln der Kunst gemacht wird, und das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum Zürich so unglaublich interessant ist für Architekten, und es gibt in Zürich gibt es etwa 1600 Architekturbüros, die eben quasi sich um diese Aufträge balgen, und mit jedem Wettbewerb wird eigentlich das Niveau eigentlich auch ein bisschen hochgeschraubt. Jetzt, wir haben natürlich auch Leitsätze gemacht zur Nachhaltigkeit. Sie sehen das, es sind nicht alle vielleicht gleich wichtig, aber was natürlich so interessant ist, oder eine stadtverträgliche Mobilität zum Beispiel zu haben, das heißt eben so eine gleichberechtigte Partnerschaft zu haben. Es wird nicht der motorisierte Individualverkehr wird bevorzugt, sondern auch die Fußgänger, die Fahrräder, der öffentliche Verkehr und so weiter. Es geht um hochwertige Außenräume, es geht um qualitätsvolle Verdichtungen. Also man muss zum Beispiel auch sagen, dass in Zürich gibt es keine freien Grundstücke mehr. Wenn verdichtet wird, muss man quasi etwas abbrechen und dann neu bauen. Und zum Beispiel diese Ausgangslage, die immer etwas zerstören, die bedingt natürlich eine ganz sorgfältige Verdichtung. Oder wenn man 100 Wohnungen abbricht, zerstört und dafür 150 oder 200 Wohnungen baut, dann müssen diese Wohnungen sollten von höchster Qualität sein. Oder? Es gibt eine umweltverträgliche Energienutzung und so weiter und so fort. Aber oder bei diesen Leitsätzen, oder, dass die auch wieder politisch durchgehen, oder, gibt es zum Beispiel ganz wichtig, dass man auch gesagt hat, es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Oder, da konnten sich dann die Bürgerlichen oder wer auch immer dann auch noch zurechtfinden. Oder, und es gibt transparente Prozesse, das gehört einfach auch in diese Demokratie rein. Und jetzt mit diesem Wissen sind wir in diese Studie eingestiegen, die uns jetzt uns und aber auch die entsprechenden Stellen in der Stadtverwaltung seit einiger Zeit beschäftigen. Wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht am Ziel, aber nichtsdestotrotz werde ich einige Dinge heute sagen, aber ich möchte auch betonen, das sind meine ganz persönlichen Meinungen, oder? Einfach, dass das sind da noch Vertreter von der Stadt da, die das vielleicht dann auch weitermelden werden, aber ich will es ganz ja, Architekten-Ehrenwort, oder?
sind meine oder unsere auch Erkenntnisse und es sind vielleicht auch Dinge, die noch nicht ganz abgesprochen wird. Aber was interessant ist, oder jetzt, wenn man von außen kommt, sieht man ja die Stadt eine Stadt auch ein bisschen anders. Wir sind natürlich Innsbruck tatsächlich als Hauptstadt der Alpen. Wir sind beeindruckt von diesem Bergpanorama, von dieser Nähe der Natur zur Stadt und diesen Qualitäten, eben so urban wohnen zu können, leben zu können und gleichzeitig immer die Natur quasi bildlich vor Augen zu haben. Das finden wir unglaublich interessant und wir finden das nicht nur interessant, Sie spüren das, wie Innsbruck wächst und ist natürlich auch irgendwie privilegiert, es liegt perfekt an den Verkehrsachsen Nord, Süd, Ost, West in Mitteleuropa und das sind alles Dinge, die Stadt attraktiv machen. Es ist eine junge Stadt mit ihren Universitäten und so weiter. Das sind, glaube ich, alles Qualitäten, die da sind und sind auch Qualitäten, zu denen man eigentlich Sorge tragen muss. Jetzt zu Wilton. Eben, wir haben das ein bisschen analysiert, eine Analyse gemacht. Das war so unser Planungsgebiet. Oder? Es gibt dann verschiedene Punkte. Sie kennen das alles viel besser. Ich habe auch die Bildfolge, das ist eigentlich analog ein bisschen zu Zürich, sind die gleichen Themen, es geht um das Erdgeschoss, es geht um Freiräume, es geht um diese Infrastrukturbauten, es geht vom Bezug zur Natur, es geht um den öffentlichen Verkehr, es geht aber auch darum, eben zum Beispiel in einer solchen Analyse eben auch das Karies zu erkennen. Und wir haben jetzt so verschiedene Handlungsfelder aufgespannt. Es geht um die Mobilität, da meinen wir natürlich die stadtverträgliche Mobilität. Es geht um Stadtstruktur. Die Stadtstruktur ist auch eben, was ich am Anfang gesagt habe, oder die Stadtplanung muss eigentlich für die Gemeinschaft sorgen und die Gemeinschaft kommt über den individuellen Interessen. Es geht um den Freiraum, es geht um Stadträume, um Stadtstruktur und in diesen Handlungsfeldern untersuchen wir jetzt Wilton. Dieses Handlungsfeld Mobilität oder so, das wird natürlich, Wilton wird geprägt von diesem Südring und um bei diesem Thema vom Vortrag auch zu bleiben, dieser Südring, der ist natürlich eine ganz wichtige Verkehrsverbindung, ist auch perfekt angeschlossen an die Autobahnzubringer, an dieses europäische Autobahnnetz. Das ist vielleicht zu einfach erschlossen. Das führt zu einem sehr großen Verkehrsaufkommen. Mit dem großen Verkehrsaufkommen ist natürlich auch, ihr kennt das alles besser, aber diese West- und Ostanschlüsse, diese Straße, die dann nur über diese Nadelöhr der Olympiabrücke gehen müssen, das führt eigentlich dazu, dass wir das eigentlich auch ein bisschen mit dem Lärm oder mit auch der Luftverschmutzung, aber auch mit der Möglichkeit, das zu queren, haben wir oder denken wir, das ist eben jetzt ein bisschen Karies, oder? Und das muss man heilen, das muss man angehen. Und wie kann man das machen? Oder wir haben eine Vision, dass man eben aus der Südring ein Boulevard machen kann oder machen sollte, dass es ein attraktiver Stadtraum wird, der eben diese Querungen oder diese Trennung des vom Süden in den Norden eigentlich heute aufhebt, gleichzeitig aber auch für Fußgänger und für Radfahrer wieder attraktiv wird. Und so zum Beispiel, wenn ich da durchgehe und ich fahre in Zürich auch täglich mit dem Rad zur Arbeit, dann bin ich nicht ganz sicher, ob ich getrauen würde, über die Olympiastraße da zu fahren oder über den Südring. Und der ist einfach, sagen wir mal so, zu gefährlich und da braucht es wirklich ein Miteinander, eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer. Und es gibt eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, wie man das lösen kann. Diese Lösung für Wilton, für den Südring, ich behaupte, das kostet unter 2000 Euro. Das wären einfach 30 Kilometer Temporeduktionstafeln am Anfang und am Ende. Und dann hätte man die Voraussetzung geschaffen, um den Boulevard als Vision langsam auch umzusetzen. Aber es geht ja nicht nur um diesen Boulevard, sondern es geht eben auch um diese Querungen, um diese Verbindung, um die Vernetzung. Wir finden Wilton sehr, sehr interessant, oder? Es gibt
die Folie ist leider da plötzlich nicht mehr farbig. Aber was interessant ist, es gibt diese gründerzeitliche Blockrandstruktur. Ich glaube, die Stadt kann man nicht dichter bauen und sie funktioniert nicht besser als der Blockrand. Zu diesem ist sehr Sorge zu geben, das Universitätsgebiet wäre zu stärken. Und was man jetzt über diesen Südring, der wirkt jetzt eben als Trennung und dieses Gebiet hier unten ist eigentlich abgehängt und es geht eigentlich wirklich darum, dass diese Gebiete wieder miteinander verwoben werden, dass die wieder zugänglich gemacht werden, dass diese Straße nicht unter Lebensgefahr gequert werden muss, sondern dass das eigentlich auf einer gleichen berechtigten Ebene geht. Und was eben noch dazu kommt, ist, dass wenn jetzt Innsbruck wächst, dann ist zum Beispiel dieses Gebiet um den Westbahnhof ist eigentlich prädestiniert zum sich verdichten. Oder man sollte eigentlich, oder wir können über die 2000-Watt-Gesellschaft sprechen, wie wir wollen, wir können Energievorschriften machen, aber das Sinnvollste ist natürlich, dass man an solchen Orten, die gut erschlossen sind, wo es ÖV hat, also S-Bahn, Eisenbahn, Umsteigemöglichkeiten, dass man an diesen Stellen verdichtet oder zum Beispiel, wir meinen, es wäre ein guter Ort für die Bildung, da zum Beispiel Universitätsbauten mit viel Studierenden, mit Vorlesungen oder so, in diesem Gebiet da zu platzieren. Einfach so als Hinweis, oder wie man das, wir haben da verschiedene Überlegungen gemacht. Wichtig ist auch immer, dass man diesen Bezug hat, oder zur Natur. Oder wenn Sie nach Berlin gehen, oder haben Sie immer ein Problem, sich zu orientieren. Die Stadt ist flach und Sie müssen immer dann schauen, wo der Alex ist, also der Fernsehturm. In Innsbruck hat man die Berge, Sie kennen die besser, ich kenne nur den Patschakowl. Der heißt, glaube ich, so, oder? Ich kann mich noch erinnern, als dieses Duell war, Bernhard Russi, Franz Klammer, den wir leider verloren haben. Aber oder das sind die Orientierungspunkte, oder, wo man sich in einer Stadt, und das ist eine sehr große Qualität, wenn man sich auch immer orientieren kann, es gibt das Gefühl auch von Sicherheit und Geborgenheit, und dass man zum Beispiel diese Achsen eben beibehält, dass aber gleichzeitig die Querung gemacht werden, dass diese Stadtteile miteinander verwoben und vernetzt werden, immer im Sinne von Lebensqualität, von Räumen, die eben lebenswert sind und die auch gewisse Aufenthaltsqualität haben. Was bei Wilton auch noch natürlich ins Auge sticht, ist der Mangel an Grünraum. Wir haben das jetzt noch nicht die ideale oder fertige Karte, aber oder der was ist das Zentralfriedhof? Nein, Hauptfriedhof. Oder der ist natürlich, das muss man respektieren, da kann man nicht unbedingt sagen, das ist ein Park. Die Grünflächen sind sehr bescheiden und ich glaube, oder wenn Wilton attraktiv sein muss, oder ist ein Schlüssel ist diese Pechegarten und Pechepark, oder sollte man stärken, den sollte man vielleicht vergrößern. Das würde ja bedingen, dass man hier vielleicht eine Kreuzung macht und die Südbahnstraße aufhebt und die vielleicht anders führt, damit auch der Bahnhof erschlossen wird. Aber hier in diesem Gebiet hat es ein großes Potenzial. Weil dieses Gebiet hier da mit der Bergiselschanze, die ist ja nur über diese Straße und diesen Weg da erschlossen und das ist eigentlich in dem Sinn nur ein Grün, das zwar sehr schön ist, das anzuschauen, aber eigentlich ist es wie eine Fata Morgana. Es ist ein bisschen zu weit, oder Sie gehen am Sonntag, können Sie da hingehen zu spazieren, aber es ist nicht für den Alltag, ist es zu weit entfernt. Eben, dass man da die Maßnahmen für Grünräume macht. Wir sehen aber auch noch ein Potenzial da mit diesem, jetzt weiß ich den Namen wieder nicht mehr, Sonnenburger Platz. Oder? Das ist zum Beispiel ein Raum, ein städtischer Raum, der hat ein unglaubliches, also aus unserer Sicht ein Potenzial, aber ist natürlich heute noch nicht ganz so wach geküsst, oder dieser Prinz oder dieser Frosch oder was es auch immer heißt, oder? Weil er noch mit Parkplätzen verstellt ist, es bräuchte hier auch noch Nutzungen. Aber man könnte dann auch so im rückwärtigen Bereich hier so eine quartierfreundliche Achse aufspannen. Oder? Und ein Beispiel ist dieses Wiltener Platzl, das ja ein sehr gutes Beispiel ist, wie der Stadtraum oder dieses Gebiet auch aufgewertet werden kann. Also,
wir haben eine Vision für Wilton entwickelt, oder sind wir daran, oder diese, aus diesem vielleicht als wichtigste Maßnahme den Südring als Boulevard auszubilden, aber das bedingt auch noch Maßnahmen, und diese Maßnahmen, die braucht es jetzt, die müssen in die Diskussion dann gehen, in die politische Diskussion, und das übergeordnete Ziel, oder, müsste eigentlich sein, dass man eben die Qualitäten erkennt. Und aber es ist, wenn man über einfache Qualitäten spricht, also wir wollen etwas Gutes machen, da kann eigentlich niemand etwas dagegen haben. Das ist eigentlich parteienunabhängig. Und auf diesem einfachsten Nenner muss man eigentlich anfangen. Und wenn man sagt, wenn man einen gemeinsamen Nenner hat, etwas Gutes für die Stadt zu machen, dann kann man auch beginnen mit den Diskussionen und mit den Maßnahmen, eben zum Beispiel Tempo 30 oder ich weiß nicht was, weil ohne diese Diskussion können Sie diese Grasmeierkreuzung, das können Sie nicht lösen. Und glaube ich auch, diese Unterführung, die da geplant wird, das macht es nicht besser. Oder die löst vielleicht ein Problem, dass man oben besser queren kann, aber mit den langen Rampen und der Beschleunigung, der wieder kommt, und dem Lärm und so weiter, haben Sie ein Problem gelöst, aber Sie lösen nicht alle oder Sie schaffen neue Probleme. So viel zu Wilton. Und jetzt, das war so die Ebene der, Sie schauen schon auf die Uhr, ich schaue auch, ich mache jetzt schnell. ich komme jetzt noch kurz zur Rolle des Architekten. Während der Stadtplaner oder die Stadtplanerin eben das Karies übergeordnet bekämpfen sollte, ist die Rolle des Architekten dann vielleicht eher bei der Zahnkorrektur. Er kann vielleicht auch mal ein Loch stopfen oder so beim Zahnarzt, aber eigentlich ist die Rolle ist dann eine andere. Und es ist vielleicht eher so, oder man macht dann, die Zahnstellung ist noch nicht ganz gut und der Architekt macht dann die Kosmetik oder der Zahnarzt, aber grundsätzlich ist die Eingriffstiefe des Architekten eine andere. Aber auch hier gibt es natürlich auch diese heroische Vorstellung des Architekten, wie er quasi gute Ideen hat. Und was ich eigentlich mit diesem Bild auch sagen will, oder, als ich diesen Job als Stadtplaner hatte, oder, ich hatte noch nie so viele Freunde, kann ich mal sagen. Oder jeder Architekt, jede Architektin wollte eigentlich mein Freund sein und ich war immer eingeladen zu allem, aber wenn ich dann mit den Kollegen gesprochen habe, die waren dann von einer Härte und einer hatten Vorstellung, dass ich immer oft gesagt habe, also wenn ich diese Haltung hätte wie du, würde in Zürich kein Haus mehr gebaut. Also man muss dann als Stadtplaner muss man auch ein bisschen Abstand nehmen von seinen persönlichen Vorlieben und der Architekt sieht sich natürlich wirklich auch oft in diesen ein bisschen in dieser heroischen Phase. Ich meine, die Architektinnen und Architekten würden besser oder auch hier und da Energie in die politische Diskussion hineinstecken und sich diesen Fragen auch stellen. Als Stadtplaner kann ich auch sagen, ist man auch oft sehr, sehr einsam. Oder ich kann Ihnen sagen, Sie kommen aus einer Kommissionssitzung, kann mir etwa vorstellen, wie das war. Es kommt ein breites Unverständnis einem entgegen oder man hat andere Ideen. Also, Architekt hat eben andere Vorgaben, er hat ein Bauherr, das sind oft auch Einzelinteresse. Diese Einzelinteressen widersprechen dann vielleicht auch oft dem Volkswillen oder was die Politik auch will und so weiter. Und da muss man sich irgendwie zurechtfinden. Es gibt die Erwartungen, Bedürfnisse, Raumprogramm, Nutzungen und so weiter, das kennen Sie alle. Jetzt gehe ich aber rasch zu unserem Büro, Better Together Housing Forever. Das ist so jetzt neben dem Städtebau unsere Mission. Seit 30 Jahren sind wir am Forschen der Wohnkultur. Das sind einige Beispiele. Ich kann es vielleicht auch so sagen, mein Vater war Architekt, hat ein Betonhaus gebaut in den 60er Jahren. So wurde ich eigentlich, bin ich aufgewachsen. Ich wurde imprägniert, oder, als kleiner Bub in einem, für meine Gespendel, ich bin auf dem Land aufgewachsen, die hatten immer das Gefühl, ich wohne auf der Baustelle, es sei nicht fertig, oder? Ich war wirklich so, bin so aufgewachsen mit so Objet Trouvé, vom Einfluss von Corbusier und so weiter, und das hat eigentlich mich auch dazu geführt, dass ich eben wirklich ein persönliches, wirklich Interesse hat, wie wohnt man, und ich bin immer noch überzeugt, dass eben Wohnen fast die wichtigste Aufgabe für die Architekten ist, oder? Wenn man wohnt, dann
wird man mit dem direkten Leben konfrontiert. Und, oder wenn Sie ein Museum bauen und das Museum ist nicht gut, dann muss niemand anschauen gehen. So what, oder? Ist halt vielleicht nicht so ein gutes Museum. Aber Wohnen, schlechte Wohnung, dann greifen Sie in das Leben von Menschen ein. Und daher muss eine Wohnung gut sein. Sie muss wieder Hintergrund einer unterschiedlicher und differenzierter Leben sein. Und wir haben das dann auch ein bisschen auf die, es tut mir leid, wenn die Qualität nicht so gut ist, wir haben dann zum Beispiel diese Überbauung James gebaut. Das war ein ehemaliges Industriequartier oder Geviert, das wir überbaut haben. Es war ein etwa 180 Millionen Projekt, 275 Wohnungen. Und so weiter und so fort. Aber was uns interessiert hat, ist eben die Wohnungsvielfalt. Und wir haben eben diese 275 Wohnungen, haben wir mit 75 verschiedenen Wohnungsgrundrissen reagiert. Also es ist eine Konglomerat von drei Häusern, wo Sie für jede Lebenssituation dann auch die richtige Wohnung finden würden, wenn sie nicht besetzt ist. Aber oder das hat uns interessiert. Also der Bauherr hat natürlich irgendwie gesagt, ihr seid nicht ganz gebacken, oder? Weil das ist ja unglaublich aufwendig. Aber wir haben das durchgezogen, wir haben auch die Kosten eingehalten und es ist so ein bisschen unser Meisterstück, eben um in diesen Wohnungsmarkt treten. Wir haben dann auch andere Bauten gemacht, dieses Hochhaus Hartturmpark. Auch eine sehr, also wir fanden es eine sehr interessante Aufgabe. Man sieht es ganz einfach, ist eigentlich ein Feld, 30 auf 50 Meter mit Stützen, die durchgehen. Das hat damit zu tun, oder, dass man zum Beispiel im Hochhaus, wer will schon im Hochhaus im ersten Stock wohnen, oder? Das ist eine Witz, das geht es wie, beißt sich ein bisschen. Und dann haben wir eben unten haben wir ein Hotel. Ein Hotel hat natürlich unten dann die Lobby, es hat dann Ballsäle, Restaurants und so weiter. Also es war wie verkehrt, oder unten die großen Räume. Dann kommen die kleinen Hotelzimmer und ab dem 11. Geschoss dann unterschiedlichste Wohnungen, die mit eben so einem platten Stützenrasten eben auch unterschiedlich ausgebildet werden konnten, weil all diese Wände, die sind alle nicht tragend. Also die Wohnungstrennwände. Das fanden wir sehr interessant. Das Interessanteste war eigentlich diese Wohnungen hier, oder, die quasi da in der Mitte einen überhohen Raum haben. Das fanden wir einfach noch interessant, so einmal eine Wohnung zu machen, die eben der zweigeschossige Raum nicht am Fenster hat, sondern in der Mitte. Der Bauherr hat dann irgendwie sich ein bisschen gefragt, was wir da machen. Und da kam uns dann eigentlich zu Hilfe, dass es nicht ganz klar war, was ist jetzt für das Hochhaus entscheidend, der Wind oder das Erdbeben. Der Ingenieur konnte uns das auch nicht sagen. Wir haben dann einen Windkanal in der ETH, haben wir dann dieses Haus dem stärksten Sturm, dem Lothar, ausgesetzt. Und wir haben dann gesehen, oder, dass das Haus oben 1,80 Meter ausschwenken würde bei einem solchen Sturm. 1,80 Meter, da werden Sie seekrank. Und das hat dann dazu geführt, dass wir diese Schächte, also diese Treppenhäuser, die mussten wir an drei Stellen mussten wir die dann verbinden, biegesteif. So konnten wir die Aussteifung auf 19 cm reduzieren. Und das war dann für uns auch der Grund, warum wir diese zweigeschossigen Räume machen konnten. Wohnen im Hochhaus ist sehr interessant, weil es gibt einen Moment, wo Sie nicht an der Fassade mehr sein wollen. Sie wollen eigentlich sich zurückziehen, sie wollen in die Weite sehen und nicht in die Tiefe. Und das hat uns erlaubt, oder dann, dass wir auch zum Beispiel dann die Nebenräume oder wie Küchen oder Bäder haben wir dann vorne an die Fassade gesetzt, oder wenn man das dann anschauen würde. Und das sind das diese Augen, oder die dann irgendwie quasi wie die Nebenräume sind eigentlich vorne und das Wohnen ist eigentlich in der zweiten Reihe. Das Hochhaus ist interessant, Sie haben zum Beispiel nie ein Lichtproblem. Sie haben eher zu viel Licht, also können Sie auch eben tiefe Wohnungen machen und so weiter. Und aber das ist so eine Arbeit, die wir gemacht haben. Oder wir haben dann das auch noch weitergetrieben, das ist der Hauptsitz der Schweizer Börse. Politisch bedingt gibt es in Zürich einen Wohnanteil, dass man eben nicht nur Bürohäuser macht, sondern eben auch immer Wohnungen bauen muss. Also man konnte dann die
das Büro hier bauen für 1200 Arbeitsplätze, aber man musste dann hinten noch einen Wohnbau anbringen. Das ist jetzt, gibt so ein eigenartiges Gebäude, so ein Hybridgebäude. Und dieses Haus, würde ich sagen, das sind mal die elaboriertesten Wohnungsgrundrisse in Zürich. Die haben wir dann, weil es ein bisschen eng ist, haben wir die ausgedreht. Da seht ihr die verschiedensten Möglichkeiten. Das gibt so Wohnungen, die dann sich so in die Tiefe entwickeln. Und um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen. Oder wir beschäftigen uns seit Jahren mit dem zweigeschossigen Außenraum. Das ist die Paul-Clermont-Straße, da haben wir das erste Mal ausprobiert. Und das ist jetzt die Weiterentwicklung, oder? Das ist auch in der Form und da ist es eben ausgedreht. Das ist eben dieses Schweizer Börse, die Wohnungen, die dann eben, ich gehe nochmals zurück, oder? Die dann ausgedreht sind und dann, der Trick ist ja so, dass man quasi dann dieser zweigeschossige Raum, oder? Man sollte da nicht vom Nachbar gestört werden, oder? Das ist der Wohnraum und da drüben ist dann die Küche, die dann mit Folien auf den Gläsern, dass man nicht runterschauen kann und das wechselt ab und daher kann man diese zweigeschossigen Raum schaffen und hier haben wir dann quasi, um wieder zu sagen, oder einmal sind die Wohnungen in diese Richtung und einmal sind sie in diese Richtung und dann kann man quasi diese zweigeschossigen Räume machen. Das ist so unser Hobby, also quasi, wenn wir Wohnen machen, die Lücke zu finden, oder? Und das ist einerseits der Außenraum, es sind dann aber auch die Erschließungen, das ist der Erschließungsgang der Paul-Clermont-Straße, das ist in der Eingangshalle beim James, das ist ein Schulhaus und das werde ich dann noch zeigen, das ist so ein Studentenhaus mit einer Treppe, die durchs ganze Haus geht. Eben das Wohnen ist ja eigentlich langweilig. Oder? In der Küche wird gekocht, im Bad putzt man sich, im Schlafzimmer schläft man und im Wohnen, da ist noch ein bisschen unsicher, was man im Wohnen macht. Man wohnt oder schaut Fernsehen oder so, aber grundsätzlich ist es gegeben. Und dann sind eben die Lücken, sind dann die Erschließungsräume. Oder dann eben Räume für die Gemeinschaft. Oder im James hat es dann ein Waschsalon, wo man sich treffen kann. Es gibt einen Kindergarten. In James hat es auch noch eine Badmintonhalle oder eine alte Fabrikhalle, die heute als Boulderhalle genutzt wird. Und mit diesen öffentlichen Nutzungen ist diese Überbauung James ist die wirklich auch im Stadtplan verankert worden. Und es geht eben auch bei diesen Bauten geht es eben auch um die Erdgeschossnutzung, das ist wieder der James, oder wo es hier die Möglichkeit hat, Büros, Gewerbe zu machen. Es ist auch so eine Möglichkeit, Wohnen, Arbeiten zusammenzuschaffen. Es gibt dann hier eben auch so, dass es einen Raum gibt, einen Siedlungsraum, der eben auch von der Öffentlichkeit bedient werden kann. Und was uns auch noch immer interessiert bei all diesen Bauten, sind die Farben. Die Farben ist eigentlich das, ja, streichen muss man meistens und finden das unglaublich interessant, wie man mit Farben die Räume verändern kann. Man kann räumliche Dinge betonen, man kann sie, den Raum auch mit diesen Farben auch verändern. Und jetzt komme ich zum Schluss meines Vortrages, möchte ich noch jetzt quasi wie an einem Projekt, das was ich gesagt habe, mal so zusammenfassen. Es ist gut, es soll günstig sein, es soll sozial sein, es soll nachhaltig sein und zeige jetzt diese zwei Wohnhäuser für Studierende und Personal des Unispitals Zürich. Das ist auch so ein Gebiet, das ein bisschen, könnte man sagen, den Verdacht auf Karies hat und das war ein Grundstück, das dem eine alte Fabrik, das hat dem Kanton, also wie heißt das bei Ihnen, Land gehört hat. Es war dann wurde dann besetzt zum großen Ärger des Kantons, der bürgerlich regiert wurde. Die Familie Schoch hatte sich da einquartiert. Die Familie Schoch, das waren etwas 150 Autonome, die dann hier gewohnt haben und ihre Feste gefeiert haben und so weiter. Dann wollte man das abbrechen, es war auch ein bisschen gefährlich, die Brandschutzvorgaben und all diese Dinge wurden nicht eingehalten. Was hat man gemacht? Der Kanton, also das Land, hat einen Investorenwettbewerb veranstaltet. Das fand ich eigentlich ganz interessant, dass man einen Investor sucht, der an diesem belasteten Ort, der eben auch besetzt ist und so weiter, nicht, dass man eben ein Wettbewerb macht für die beste Nutzung. Gewonnen hat eine Stiftung, die Stiftung Abendroth, die quasi Pensionskassengelder von Kleinbetrieben, KMUs verwaltet
und es ist eine Stiftung, die aber sich zum Ziel gesetzt hat, diese Gelder nachhaltig anzulegen, eben im Sinne auch der 2000-Watt-Gesellschaft. Und was interessant war an diesem Auftrag, oder sie hat einen Wettbewerb gewonnen mit diesem Raumprogramm für Studierende, aber auch noch öffentliche Nutzungen und so weiter, aber sie haben auch schon beim Wettbewerb gesagt, das Zimmer kostet dann nur, oder die Wohnung kostet nur 500 Franken im Monat, was günstig ist für Zürich. Und mit diesen Vorgaben haben wir dann den Wettbewerb gewonnen. Und es war für uns eine große Herausforderung, das dann umzusetzen. Vielleicht hier noch die städtebauliche Situation, hier die Altstadt, der Zürichsee. Und Sie sehen hier, oder das ist so auch so ein bisschen ein Gewerbegebiet, so, ich würde fast sagen wie Wilton Süd, wie heißt das, südlich der Bahnlinie, oder wo so all diese Dinge, die eigentlich in der Stadt auch gebraucht werden, diese Nutzungen, die sind da ein bisschen in diesem Gebiet. Und jetzt mit diesem Haus hier ist wie eine Pioniernutzung da hineingekommen. Es sind junge Leute, die da kommen. Es hat ein Restaurant, es hat Ateliers, es hat einen Kindergarten und, oder? Und hier ist der Grundriss. Oder es ist so in der zweiten Reihe. Wir haben versucht, beim Eingang alle öffentlichen, also das hier ist das Restaurant mit seiner Küche, Eingang, Waschsalon, hier ist der Empfang, es funktioniert wie ein Hotel, es sind über 300 solche Apartments und Zimmer, hat es einen Portier, und diese beiden Häuser spannen so einen nicht ganz rechtwinkligen Außenraum auf, der gemeinsam genutzt werden kann, der durch diese Perspektive, finden wir, interessant ist. Es gibt hier dann eben diese öffentlichen Nutzungen, Ateliers, Partyraum auf dieser Seite auch. Und auf dieser Seite wird schon gewohnt, aber im unteren Bereich wird mit in Maisonetten gewohnt. Und dann gibt es noch Gästezimmer, oder wenn diese Leute Besuch haben, können sie auch hier diese Zimmer noch dazu mieten, wenn der Vater oder die Mutter oder wer auch immer kommt, dass es auch eine gewisse Flexibilität hat. Immer an den Enden, das sieht man hier, sind so WG-Wohnungen angedacht. An dieser Stelle, ansonsten ist alles eben aus Kostengründen, wir haben sehr mit den Kosten gekämpft, oder? Ist alles regelmäßig, ist alles gleich, ist alles vorfabriziert, die Nasszellen, die Küchen und so weiter. Gleichzeitig sind die Küchen hochwertig, es sind Studentenwohnungen, oder dass da nicht immer wieder die Küchen ersetzt werden mussten. Das war so ein Abwägen, wo gibt man sein Geld aus, wo nicht. Und der Trick war auch, oder? Wir haben alle unnötigen Schichten haben wir weggelassen, und wir haben alle Arbeiten möglichst dem Baumeister gegeben. Also der heißt auch bei euch Baumeister, der quasi betoniert und so, oder? Weil die sind gut organisiert, die können mit Subunternehmer sehr gut umgehen, und sie haben auch nicht den höchsten Stundenlohn. Also wenn man günstig bauen will, eben möglichst alles im Baumeister übergeben. Und eben nur noch streichen, was unbedingt nötig ist. Und eben die Nasszellen und so weiter, die haben wir alles vorfabriziert und eingesetzt. Oder? Und so sieht das Haus heute aus. Oder wir haben im Sinne der Nachhaltigkeit haben wir oben ein Einsteinmauerwerk gemacht, oder ein dick ist, große Speichermasse hat. Das kann man aber nur 4- bis 5-geschossig nutzen. Darum hat es unten eine vorfabrizierte Betonelemente, wo das Ganze draufsteht. Es hat alles das gleiche Fenster. Und damit es nicht ganz so trist ist, das könnte ja auch ein bisschen Karies da schon in sich haben, haben wir noch mit Farben gearbeitet. Es ist immer so die Sehnsucht nach Mexiko. Sieht man auch hier ein bisschen. Oder man sieht jetzt auch, wie dieser Raum eigentlich dann auch in Beschlag genommen wird. Was auch interessant ist an diesem Einsteinmauerwerk, oder? Weil es eine harte Fassade ist, kann man auch mit den Farben wieder dunkler da reingehen, oder? Weil die Außendämmung würde, kann man nicht so dunkel gehen. Jetzt, der Grundriss ist ja sehr einfach und sehr, ich zeige das nochmal, sehr repetitiv. Und damit das nicht so eben gefährlich wird, oder dieser Raum, haben wir so einen Raum eingeführt, eben diese,
haben der dann Goethe-Treppe gesagt, oder? Der quasi, das sieht man, der fängt da unten an und geht jetzt eigentlich da durch das Haus hindurch. Man sieht das hier auch ein bisschen an diesen Farben. Ich zeige das hier im Schnitt. Es gibt also einen Gemeinschaftsraum, oder, der quasi diese Struktur durchbricht, diese Wiederholung, diese Vorfabrikation, und dieser Raum, der macht eigentlich das, quasi, wir sagen, das ist dann eigentlich das Herz dieser Anlage. Und hier sieht man das Modell, wir haben dann auch wieder mit Farben gearbeitet, und wir sehen das eigentlich, dass das quasi so wie durch das Haus hindurch ein gemeinschaftlicher Raum gibt. Und das Interessante ist, oder, der funktioniert als eigener Brandabschnitt, und daher kann er auch heute möbliert werden. Und es ist wirklich interessant, schon die Handwerker haben nicht den Lift genommen, und die Studierenden, die jetzt hier leben, die gehen auch immer da durch, da trifft man sich, da hat das Möbel und so weiter. Ist eigentlich so, eben so die Idee quasi aus dieser rigiden, strengen, kostengünstigen Architektur noch das Maximum rauszuholen mit einem öffentlichen Raum, der wieder etwas gibt, das quasi der Öffentlichkeit, der Gemeinschaft zurückgegeben wird. Und was wir auch versucht haben, oder, dieser Raum, der verschmilzt dann immer quasi mit diesem langen Gang, oder, und jedes Stockwerk ist dann ein bisschen anders, weil das Licht anders einfällt, die Farben anders sind, und diese Farben, diese fressen sich dann auch in diese innere Welt hinein, und so wird eigentlich diese Wiederholung wird dann eigentlich auch so quasi aufgeknackt. Jetzt, und die Nachhaltigkeit, oder, ich habe gesagt, der Stadtplaner, der fliegt sehr hoch, die Stadt ist die an und für sich nachhaltig, und quasi der Architekt, der kann dann, oder, der muss heute, oder, im Sinne auch der 2000-Watt-Gesellschaft quasi diese Vorgaben erfüllen, und das ist ein Haus, oder, das alles mit erneuerbaren Energien auskommt, oder, es gibt so eine, weil es ja fast wie ein Hotel funktioniert, gibt es eine Fäkalienanlage, die quasi die Wärme rückgewonnen wird, mit dieser Wärmerückgewinnung wird das Warmwasser produziert und so weiter und so fort. All diese Dinge, die eben eine Nachhaltigkeit sind, oder, haben wir hier erfüllt. Und mit diesem Beispiel, oder, komme ich auch zum Schluss meines Vortrags, der eben versucht hat, eben diese beiden Ebenen zu zeigen, der Stadtplanung, der Architekt, sind verschiedene Rollen, sie haben verschiedene Aufgaben, aber ganz am Schluss sind die Ziele, die sie haben, sind dann wieder ähnlich, und es geht eigentlich um diese Welt, in der wir uns bewegen und in diese wir uns auch kümmern müssen. Und ich glaube, wichtig ist, oder, dass man immer sich bewusst ist, dass eben als Architekt muss man immer auch ein bisschen, oder als Stadtplaner muss man das Karies bekämpfen. Besten Dank. Jetzt weiß ich nicht, ob es noch Fragen gibt, oder, der Arno, du bist. Ich habe zwei Fragen. Die eine Frage ist, was hat sich jetzt in deiner Tätigkeit als Architekt geändert, nachdem du fast 7 Jahre Stadtplaner warst? Und die zweite Frage ist, was konntest du in der Stadtplanung tun, um die 2000-Watt-Gesellschaft zu ermöglichen? Also die erste Frage ist einfach, ich muss nicht mehr so früh aufstehen. Also, ich muss nicht mehr um 7 Uhr an die erste Sitzung, habe auch nicht mehr einen Job, oder, ich habe immer auch gesagt, das ist wie ein bisschen wie Halbgefangenschaft, oder, man wird fremdbestimmt, man hat Sitzungen von morgen abends, also Kollegen da können es wahrscheinlich bestätigen, man muss sehr viel koordinieren, man muss sehr viel diskutieren, man muss all diese verschiedenen Interessenten muss man einholen, das als Architekt habe ich das jetzt weniger, ich nehme auch in meinem Büro jetzt raus, dass ich gewisse Dinge eben nicht mehr mache und mich eigentlich ich habe das Gefühl, ich hatte jetzt genug Sitzungen gehabt in meinem Leben, ich mache mir jetzt das eigentlich, was mich interessiert. Jetzt die Frage, und das ist der große Unterschied, oder, und ich bin auch nicht mehr eine öffentliche Person,
oder die sich für irgendwas rechtfertigen muss und so weiter. Das war so, das ist wahrscheinlich bei euch auch so oder beim Wolfgang, wenn er etwas macht, wenn er an einen Ort hinkommt, dann muss er wieder von euch Architektinnen und Architekten bestürmt oder sollte Auskunft geben, warum, was und so weiter. Das muss man nicht mehr. Ich habe auch, vielleicht kann ich es auch so sagen, habe nicht mehr so viele Freunde. Ich bin eigentlich einsam, aber es macht eigentlich nichts. Und jetzt vielleicht zur 2000-Watt-Gesellschaft. Ich kann es einfach von Zürich sagen. Oder? Zürich wächst ziemlich intensiv und ist, wir wachsen eigentlich mehr, als dass wir das verkraften können. Also wir haben ein Wachstum etwa von 2%, vielleicht auch manchmal mehr. Es kommt ein bisschen auf die Flüchtlingssituation auch darauf an, weil in der Schweiz die Flüchtlinge, ist eigentlich eine Bundessache, aber die Flüchtlinge werden dann zugeteilt und Zürich ist die größte Stadt, nimmt also auch am meisten Flüchtlinge auf. Und diese Flüchtlinge zum Beispiel, wenn sie in der Zürich sind, in der Stadt, die gehen nicht mehr aufs Land. Oder das ist irgendwie logisch, aber es kann eben sein, dass wir dann pro Jahr vielleicht neben dem Wachstum noch 2000 Flüchtlinge aufnehmen muss. Was ich damit sagen will, bezüglich der Nachhaltigkeit, oder? Wir waren sehr darauf aus, oder Strategien zu entwickeln, wie und wo wir die Stadt verdichten können, eben zum Beispiel da, wo es gut erschlossen sind, um die Bahnhöfe, S-Bahn-Stationen und so weiter. Und wir haben versucht, oder die Fragen der Nachhaltigkeit auf dieser strategischen Ebene anzugehen und dann auch zum Beispiel für diese Gebiete dann auch die entsprechenden Planungsrechte, Baurechte auch zu schaffen. Und das war so eine wichtige Aufgabe. Selbstverständlich ist das Amt für Städtebau auch in jeder Jury mit dabei. Die Mitarbeitenden waren dann auch angehalten, eben diese 2000-Watt-Gesellschaft, dass man dann auch schaut, dass diese Bedingungen oder diese Forderungen, die eben auch im Volkswillen entsprechen, auch in diesen Wettbewerbsprogrammen eingefordert werden und dass auch dann, wenn die Eingaben waren der Projekte, dass diese dann auch kontrolliert wurden. Was interessant ist, ist, dass eigentlich diese Frage der Nachhaltigkeit, die ist wie selbstverständlich, da muss man auch nicht mehr groß diskutieren, jeder Architekt macht das eigentlich und oder die Frage der, ob hat es jetzt Sonnenkollektoren oder nicht, das hat einfach Sonnenkollektoren, damit man überhaupt diese Ziele erreicht. Und ich glaube, da ist Zürich recht weit inzwischen fortgeschritten, dass man diese Ziele der Nachhaltigkeit eigentlich jetzt auch erfüllen will. Und es gibt dann auch viele Untersuchungen und so weiter, die eindeutig beweisen, oder der Energieverbrauch geht zurück, die erneuerbaren Energien werden besser genutzt und. Oder? Und langsam kommt man eigentlich da runter von diesen hohen Werten und mit kleinen, aber stetigen Schritten werden diese Ziele auch umgesetzt. Du hast aber die erste Frage noch nicht beantwortet, zumindest für mich. Es ist eine Lebensveränderung, es ist klar, aber welche Konsequenzen hast du aus dieser Rollenverschiebung für deine eigene Architektur? Aus deiner, ich habe es versucht zu zeigen, oder? Ich habe das ja irgendwie verinnerlicht, oder? Das, was eben diese übergeordneten Ziele, dass man diese auch ernst nimmt und auch umsetzt und für das stehe ich auch ein. Also in dem Sinn habe ich das schon mitgenommen und bin so imprägniert, oder sage ich so. Das heißt, das letzte Projekt ist eigentlich ein Projekt, das aus der Erfahrung, aus deiner Rolle als Stadtplaner. Ja. Also eigentlich jetzt alle Projekte. Ich bin ja im bisschen, oder kann ich auch so sagen, ich bin da auch unter ständiger Beobachtung von der Stadt, von meinen Kolleginnen und Kollegen, was ich jetzt mache und werde auch von meinen Stadt ehemaligen Kolleginnen und Kollegen unter schärfsten Bedingungen werde ich beobachten und ich kann es vielleicht auch so sagen, wenn eben andere vielleicht noch hier und da noch eine Ausnahme oder so, da wird bei mir ganz genau hingeschaut. Das heißt auch, dass ich nicht zweimal vors Baukollegium gehen muss, sondern dreimal, also vor den Gestaltungsbeirat und dann wirklich auf Herz und Nieren geprüft wird, dass das, was ich mache, auch dem entspricht, was ich vorher gepredigt habe. Oder? Das ist so. Oder es könnte auch sagen, oder Stadtplaner ist ein bisschen wie ein Priester, oder? Man spricht über die Liebe, aber man kann nichts, kann es eigentlich nicht handhaben, oder praktizieren. Und
ja, ich bin Katholik. Und als Architekt kann man natürlich wieder voll da auch Liebe weitergeben oder praktizieren, oder so, vielleicht als Beispiel. Oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt... ich verstehe alles. Worauf bist du jetzt im Nachhinein echt stolz, was deine Tätigkeit in Zürich betrifft? Ja, ich bin natürlich stolz, wenn ich durch die Stadt gehe, dass ich dann sage, ah, da war ich das, oder wenn ich nicht das gesagt hätte, so oder so. Also man hat viel, man kann viel bewirken als Stadtplaner. Also einfach das so, wir hatten im Amt für Städtebau hatten wir immer etwa 600 bis 800 Projekte, die stetig am Laufen waren. Oder wenn man das jetzt über 7 Jahre, dann sind es doch eine stattliche Anzahl Projekte, die man auf den Weg mitgebracht haben. Und eigentlich, wir haben nur wenige Projekte sind abgestürzt oder nicht durchgekommen. Also eines war das Fußballstadion, das hat mich sehr geschmerzt, da habe ich sehr mich dafür eingesetzt. Aber jetzt, letzten Sonntag, wurde quasi das zweite, den ich auch noch vorbereitet habe, den ich den Juryvorsitz hatte, wurde jetzt in der Volksabstimmung angenommen. Und das sind dann so, sagen, ja, das haben wir, glaube ich, gut gemacht. Oder? Und jetzt habe ich noch, bevor ich Fragen weiter delegiere, wie du damals 2013 im Rathaus deinen Vortrag gehalten hast, hat es eine extrem intensive Irritation und Diskussion gegeben, auch mit Gerhard Fritz, der heute nicht da ist. Jemand ist sogar aufgestanden und hat den Raum verlassen, weil du gesagt hast, wenn aufgrund der Analyse von Zürich, ich kann mich nur so dumpf erinnern, ein Areal, das ein Villenareal ist, und es entsteht dort ein Wettbewerb, und ihr habt das ja in der, und das hast du jetzt nicht gezeigt, aber ihr habt es ja nicht quartiersmäßig sowas wie Leitbilder für die Zürcher Quartiere entwickelt. Und wenn ein Projekt, ein Wettbewerb dort ist und anstelle einer Villenstruktur, also ich sage jetzt einmal, also nicht jetzt Einfamilienhausstruktur, sondern einer Stadtvillenstruktur, kommt ein Blockrand, dann ist das ausgeschlossen. Das hat damals eigentlich intern also im Raum und danach relativ viel Diskussion erzeugt. Du hast damals gesagt, ich bin verantwortlich für die Stadtstruktur und für das Gemeinwohl und auch für die Körnung der Stadt. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren ja am Tag, bevor du den Vortrag gehalten hast, sind wir einen Tag durch Innsbruck gefahren. Und ihr drei wart eigentlich ziemlich irritiert von einigen städtebaulichen Entwicklungen in dieser Stadt, wo du damals gesagt hast, wo sind die Regeln so ungefähr, nicht? Und jetzt würde ich ein bisschen auf deine Auseinandersetzung mit Wilton und deiner neuen Rolle als Wiederarchitekt rekurrieren wollen. Wie siehst du jetzt im Abstand diese Reglements, unter denen du dich auch als Architekt, wie soll man sagen, unterordnen musst, und gleichzeitig, wie siehst du jetzt diese Baukultur oder Entwicklungskultur in der Stadt Innsbruck, was jetzt Wilton und diese Studieauseinandersetzung betrifft? Also ich kann vielleicht so generell dazu sagen, oder? Als ich diese Stelle angenommen habe, habe ich das auch mir persönlich gesagt, oder? Wenn ich mein Büro verlasse und da in die Verwaltung gehe, dann werde ich mich dafür einsetzen, dass die Stadtplanung auch eine starke Rolle hat. Wir haben heute auch ganz kurz darüber gesprochen, oder was ist Sinn und Zweck des Wettbewerbes, oder? Und das ist eine Grundsatzfrage, oder soll der Architekturwettbewerb die totale Freiheit haben und eigentlich alles ermöglichen? Und das grundsätzlich ist das dem nichts dagegen zu halten, aber es stellt sich dann die Frage, oder es gibt dann Jurys, die entscheiden, oder? Und einmal ist die Jury so zusammengesetzt, einmal ist sie so zusammengesetzt und einmal so. Und da ist eigentlich die übergeordnete Frage, welche Stadt wollen wir? Und wollen wir und das ist ein bisschen das Problem vielleicht heute der Architektur, oder? Dass wir quasi die Individualität, die Einzigartigkeit der Architektur darstellen wollen. Und ich habe immer, oder das ist auch heute noch meine Überzeugung, oder? Die
individuelle Architektur, die sollte sich eigentlich, die ist richtig und wichtig für die Vielfalt und so weiter, aber es gibt eine Architektur der Gemeinschaft und die ist höher zu einzuschätzen. Und daher finde ich es persönlich, auch finde ich es nicht so schlecht, wenn man auch als Architekt einige Regeln hat, die man vielleicht einhalten muss oder vielleicht an denen man sich auch ein bisschen reibt. Darum vielleicht auch persönlich oder liebe ich eigentlich auch den Wohnungsbau, weil der Wohnungsbau ziemlich viele Regeln hat und es geht eigentlich darum, und das finde ich eigentlich interessant, oder dass man eigentlich da immer wieder die Lücke sucht, die Lücke findet, oder nicht immer findet, aber wenigstens an diesen, also wie an einem Knochen auch ein bisschen arbeitet. Daher, oder ich könnte neben Wohnungsbau sagen, ich liebe eigentlich Schulhausbau, weil Schulhausbau ist alles klar, oder vorne ist die Wandtafel, das Schulzimmer ist 72 Quadratmeter, das Licht kommt von links, wenn vorne die Wandtafel ist, ist dann rechts vorne das Brünneli, auf der Seite sind die Ablageflächen, die Schränke, und als Architekt, als Architektin müssen Sie so viele Entscheidungen fällen. Oder es gibt ja für jede Möglichkeit gibt es eine Million Möglichkeiten, wie man sich entscheiden muss. Und da bin ich oft froh, wenn ich dann nicht so viel denken muss und sage, ja, das ist klar, oder? Es gibt noch viele Dinge, oder? Ist es jetzt rot, grün, blau? Ist es aus Metall, Holz und so weiter? Das sind ja dann tausend Fragen, die einen beschäftigen. Und da ein bisschen Ordnung zu haben oder vielleicht auch Vorgaben, finde ich persönlich nicht so schlecht. Sie haben die Wichtigkeit des Wohnens betont und erwähnt. Das Wohnen ist das größte Finanzmarktprodukt der heutigen Zeit geworden. Was muss der Stadtplaner der Stadtpolitik raten, um dem entgegenzuwirken? Ich kann nicht raten, aber was nicht schlecht ist, ist, wenn die Stadt mit ihrem Grundeigentum sehr vorsichtig umgeht und dieses knappe Gut, das ja auch nicht vermehrt werden kann, eben auch gezielt einsetzt. Jetzt zum Beispiel auf den Wohnungsbau. In Zürich ist es extrem wichtig, dass die öffentliche Hand, also die Stadt, eben ihr Land bebaut oder wenn sie es bebaut, eben so bebaut, dass sie eben auch etwas der Gemeinschaft bringt. Oder sprich eben, wenn sie Wohnungsbau macht, sie verkauft kein Land mehr, sie behält alles Land. Wenn sie Land abgibt, dann gibt sie es im Baurecht ab, aber sie gibt es nur im Baurecht ab an Baurechtsnehmer, die dann auch irgendwie ihren Vorgaben erfüllen. Und zum Beispiel, oder, in Zürich eben, wir haben dieses Ziel, ein Drittel bezahlbarer Wohnraum bis 2050 zu schaffen. Das heißt eigentlich, dass wenn in Zürich, also die Stadt baut oder Genossenschaften bauen, dass sie strenge Auflagen haben, auch bezüglich Mietzins. Und das Interessante ist ja, dass wenn sie jetzt irgendwo bauen oder auch in Innsbruck bauen würden und dann bauen sie eine 200 Wohnungen, die günstig sind als das Umfeld, dann ziehen alle Leute, die im Umfeld wollen, dann in diese Siedlung umziehen und dann wird eigentlich das sind so wie Preisbrecher, oder? Und da wird eben diese Tendenz, dass es immer teurer wird, wird eben auch, kann so gebrochen werden. Das ist die Realität. Wenn Sie mich so fragen, was das Beste wäre, ist, wenn wenn die öffentliche Hand wieder Herr und Besitzer des Grundeigentums wäre, dann könnte man diese Tendenzen brechen. Es ist aber so, oder, dass eben zu viele Leute jetzt ihr Geld oder im Immobilienmarkt und da ist natürlich auch, oder, geht es natürlich auch um eine gesellschaftliche Verantwortung. Und ich glaube, es ist wichtig und richtig, dass man eben diesen Playern, sage ich so, auch immer wieder ihre Verantwortung auch bewusst macht, sage ich so. Das ist, mehr kann man eigentlich nicht machen. Aber wenn Sie mich ganz persönlich fragen, wenn man diese Frage angehen muss, gibt es eigentlich nur, also ich weiß nur eine Lösung, dass quasi die öffentliche Hand das Land übernimmt. Es ist eine Illusion zu meinen, oder? Der Wettbewerb muss einfach viel bauen, dann kommen die Mieten runter. Also ich habe das nie erlebt, oder? Und in Zürich werden 6.000 Wohnungen pro Jahr gebaut, aber die werden nicht günstiger durch das. Also, wie handhabt ihr das? Also, es ist jetzt, glaube ich, nächste Woche in Wien Gemeinderatssitzung und so weiter.
Die Mehrheiten das vermuten lassen, wird ein neues Gesetz beschlossen, dass bei Neuwidmungen über, glaube ich, 5000 Quadratmeter Grundfläche, also Grundstücksfläche, wird automatisch zwei Drittel für den, nicht automatisch mit Ausnahmen möglich, aber zwei Drittel der Grundfläche für den sozialen Wohnbau um einen gewissen Preis gewidmet nur. Habt ihr solche Reglements auch? Ja, das ist man darüber am Diskutieren, dass wenn die Stadt baut, ist das 100%. Oder? Und das ist auch, oder das ist so die Frage, was macht man mit der Mehrausnutzung? Oder? In Zürich ist es ja so, eben, wir haben keine freien Grundstücke mehr, jetzt muss man eigentlich quasi die Verdichtung, muss man, oder die, das Wachstum muss man im gewachsenen Stadtgebiet aufnehmen. Und da ist ja die Frage auch, oder? Erhöht man die Dichte oder die Ausnutzung? Und wenn man die Ausnutzung erhöht, sind auch eben diese Fragen, oder das macht man nur, also sind Tendenzen auch, das macht man nur noch, wenn man den Mehrwert, den man generiert, eben der da quasi, wie soll ich jetzt sagen, der da abgeschöpft wird oder umverteilt wird oder eine Mehrwertabgabe gibt. Oder? Es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Man kann das Ziel einfordern, günstig zu bauen, aber wenn es ein privater Investor ist, oder ist ja das Problem, wie kontrolliert man das? Oder kann sagen, die Erstvermietung, die Mieten sind so und so, aber in 10 Jahren hat man das nicht mehr. Es braucht da ein anderes Instrument und das sind zum Beispiel die Genossenschaften, die das in ihren Statuten haben, sind dann da viel zuverlässiger als die erhöhen die Mieten dann nicht so, weil sie ja auch gemeinschaftlich oder von der Genossenschaft oder besitzt werden. Und das ist die Frage, oder wie dann diese Kontrolle passiert. Oder? Und da hat man eigentlich noch keine Lösung gefunden, respektive es gibt eben auch Tendenzen, dass man nicht sagt, oder wenn das der Mehrwert muss quasi die Investoren müssen dann ihr Land auch abgeben, eben an solche Genossenschaften oder müssen quasi, sage jetzt die UBS, wenn sie baut oder so, müsste sie eigentlich eine Genossenschaft gründen, die quasi statuarisch das festgehalten hat oder wie die Mietzinspolitik auch ist. Aber es ist ein ganz kompliziertes und komplizierte Fragestellung, die natürlich auch in die übergeordnete Rechtsprechung eingreift und da auf verschiedenen Ebenen muss da quasi noch geschraubt oder gearbeitet werden. Und jetzt habe ich noch eine Frage, ich habe es nicht ganz verstanden. Du hast erzählt, dass im Zuge des Neubaus des Finanzzentrums musste man Wohnungen bauen, wo diese ausgetretenen Wohngrundrisse ja entstanden. Was ist da für Hintergrund bei dieser? In den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren, oder, nicht so interessant, also das ist ja die Stadt auch geschrumpft, oder? Sie hat, die Leute zogen aufs Land, war es nicht mehr interessant, Wohnungen zu bauen. Und es gab die Tendenz eben, nur noch Geschäftshäuser oder Gewerbehäuser zu bauen und dann hat man den Wohnanteilplan eingeführt. Also das ist vielleicht noch so als Klammer, oder? Wir haben dann, glaube ich, ein bisschen strengeres Baugesetz oder es ist strenger definiert, dass bei uns ist jedes Grundstück in der Höhe, Breite, dreidimensional definiert, was man bauen darf und zusätzlich wird auch die Nutzung vorgegeben oder es gibt eben einen Wohnanteil, das festlegt, wie viele Wohnungen das man bauen muss. Also der ist dann 40%, 60%, 90% und jetzt auf diesem Grundstück, auf deine Frage zu antworten, hat es einen Wohnanteil, ich glaube 40% und dieses heißt, dass man eben, wenn man ein Geschäftshaus baut, muss man noch 40% Wohnungen bauen. Oder? Das ist wie ein gesetzlich vorgegeben, das muss man dann so umsetzen. Also ist ein Ja, das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Stadtplanung ist eigentlich reine Politik und das versuchte ich auch zu erklären, dass in Zürich über diese seit mehreren Jahrzehnten linke Mehrheit oder sind eben solche Vorgaben eben werden auch breit getragen.
Also das stimmt, oder? Das ist. Also oder ich bin sicher richtig, oder? Ich bin einfach nicht ganz so mit den politischen und all diesen Vorgaben in Innsbruck bewandert. Aber was wirklich wichtig ist, oder, dass man eben in der Stadtplanung, damit sie auch greifbar oder dass sie Zähne hat, oder braucht es politische Rückendeckung, oder? Das ist eigentlich das was ich das war. Ich festgestellt habe und was interessant war, oder als ich mich dann, ich habe etwa 2 Jahre gebraucht, oder bis ich diese Mechanismen kapiert habe, wie das alles funktioniert. Aber wenn man das mal weiß, wie die, was die Vorgaben sind und so weiter, kann man dann eigentlich so, sich ziemlich gut darin bewegen. Und was ich aber auf Ihre Frage vielleicht noch sagen will, ist, oder, es braucht eben schon eine politische Vision oder ein Zielbild. Und das ist vielleicht die Vorteil jetzt zum Beispiel von einer Sozialdemokratie. Ich bin eigentlich nicht Politiker, aber ich sage, ich habe es wie auch festgestellt, oder, dass eben die Sozialdemokratie eben schon eine gute Form ist, weil sie ja wie versucht, allen irgendwie Möglichkeiten zu geben, oder? Und nicht nur jetzt der Land hat und so weiter, dass er eben das seinen Profit machen kann. Und wir haben immer versucht, auch die Politik eben darauf einzustimmen, oder was für eine Stadt wollen wir oder wollen sie, da haben wir die Politiker gefragt. Und oder damals den Größten, oder eine Stadt für alle zu sein, oder das ist eine wichtige Aussage, oder eine Stadt für alle heißt eben, dass man eine Stadt ist für die Kinder, für die Armen, für die Reichen, für die Ausländer, für die Jugendlichen, für die Alten und für alle. Und wenn man das so mal eine gemeinsamen Nenner hat und kann dann sagen, das ist der größte gemeinsame Nenner oder der kleinste, dann kann man eben auch anfangen, ja gut, das habe ich gesagt, für das Geld muss man nicht sorgen, das findet den Weg. Aber dass man dann eben sagen kann, ja gut, was muss man machen, oder dass eben der Mittelstand oder der untere Mittelstand oder so eben noch auch Bedingungen vorfindet, wo er in dieser Stadt oder wo auch immer leben kann und auch der Mittelstand oder der untere Mittelstand oder die unteren Einkommen, die wollen ja auch gut leben, alles Gute haben. Und für diese Leute muss man eigentlich sorgen. Und das ist eben, was ich auch sagen wollte, das ist eine Aufgabe der Stadtplanung, dass sie eben dieses Feld abdeckt. Die anderen, die haben ihre Mittel und so weiter, die finden ihre Möglichkeit, das abzudecken. Und darum glaube ich schon, dass die Stadtplanung ganz am Schluss ist eben schon ein politisches Mittel oder ein politisches Werkzeug eben für diese untere Drittel muss die Stadt eigentlich sorgen, also im einkommensmäßig. Hallo, ich wollte nur sagen, dass generell Privatinvestoren in Innsbruck subventioniert werden mit öffentlichen Mitteln, ist natürlich ein Blödsinn. Dass es einzelne Sündenfälle gibt, die gegen die Stadtplanung, aber von der Politik unterstützt worden sind, besonders einen, das ist auch Tatsache. Das muss man schon auseinanderhalten. Und wer im Internet die Regierungsprogramme nachliest, die letzten 6 Jahre, also die Vorgängerregierung, hat in die Richtung festgesetzt, das Schlagwort 50-30-20, mit dem Ziel, bei Neuwidmungen 50% geförderten Mietwohnbau zu machen, 30% förderungsnahen Wohnbau für die Mittelschicht, die uns abhanden kommt, und 20% frei finanziert zulässt. Im neuen Regierungsprogramm steht das wieder drin, steht aber auch drin, dass nachdem die Stadt ja nur innen wächst, wir haben viel weniger Platz als Zürich, dass bei Verdichtungen der Überling, der geschaffene Zuwachs, aufgeteilt werden soll, sozialverträglich, dass eben dort auch im Sinne von Durchmischung und von Leistbarkeit ein großer Anteil dem leistbaren Wohnbau zugeführt wird und der andere Anteil dann dem Investor helfen kann, sein Projekt zu verwirklichen. Also es gibt natürlich auch ganz vergleichbare
Zielvorstellungen in Innsbruck und auch Maßnahmen, die im Moment auch konkretisiert werden für die nächsten 5 Jahre, also für die anstehende Regierungsperiode. Das wollte ich nur dazu sagen. Gut, da kann ich nichts dazu sagen, nur. Ja, ja. Ja, ich wollte zu dem Vortrag gratulieren, das ist sehr inspirierend, auch zum Werk insgesamt. Gratulation. Ich habe nur eine einzige Kritik oder einzige Anmerkung. Das ist, ich habe ein bisschen Problem mit der Grundaussage, dass der Architekt nur Einzelinteressen vertritt und der Stadtplaner sozusagen für die Gemeinsamkeit. Mhm. Und eigentlich sehe ich da in der Aussage zum Werk selber einen Widerspruch, weil bei diesem Werk nicht mehr gesehen hat, spielt der stadtplanerische Aspekt sehr wohl einen wichtigen Punkt. Und ich verwehre mich ein bisschen dagegen als Architekt. Für mich ist ein Architekt dann gut, wenn er in jedem Projekt, auch beim Einfamilienhaus im Extremfall, eigentlich einen städtebaulichen, zuerst mit dem Städtebau anfängt und nicht mit dem Fensterdetail. Nicht? Also eigentlich ist der städtebauliche Aspekt immer wichtig und ich bin sehr glücklich darüber, dass in den letzten Jahren auch in Wettbewerben beginnt, wichtiger zu werden. Ja, ich glaube, dem ist nichts beizufügen. Ich habe versucht, wie das, man muss manchmal etwas pointiert auch sagen. Aber der Architekt und jetzt auch im eigenen Büro wieder, oder wenn ich einen Investor habe oder einen Bauherr, der sagt doch einfach mir, ja, das Land ist so teuer, mach doch bitte einfach das Maximum, oder? Und auch in unserem Büro, oder, unsere Kreativität geht sehr oft ins Interpretieren des Baugesetzes und wo hat das Baugesetz noch eine Unklarheit und eine Lücke? Das finde ich in dem Sinn noch nichts Schlimmes oder so, oder finde es auch sogar spannend, oder wo kann man das aushebeln, aber nichtdestotrotz meine Erfahrung, oder ich kann es wirklich so sagen, als ich diese Stelle hatte, ich habe es ein bisschen sarkastisch gemeint, ich hatte unglaublich viele Freunde und Freundinnen, aber ich war auch, und das war vielleicht auch ein Grund, warum ich dann irgendwann auch mal wieder gesagt habe, ich habe jetzt genug. Ich war auch, ich sage das jetzt hier ganz offen, unendlich einsam. Weil, oder sie haben in dieser Stelle, oder also die Stadtverwaltung, wenigstens in Zürich, ist sehr hierarchisch aufgebaut. Oder? Es ist eine Pyramide, der Direktor ist oben und über dem, ich als Dienstchef war dann die Politik, das ist wie eine Sanduhr. Oder? Oben wird alles reingeworfen. Bei mir musste es alles durch, ich war das Nadelöhr und musste dann unten meinen Mitarbeitenden das die Arbeit geben. Oder? Das auf den fahrenden Supertanker aufspringen, das ist ja relativ einfach in voller Fahrt, oder? Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe ja etwa 2 Jahre lang habe ich das am Steuer gedreht und der Tanker geht immer noch geradeaus, oder? Und warum geht er geradeaus? Weil die Verwaltung, die Mitarbeiter, die sind ja, also nicht, was neu ist, ist jetzt nicht gerade, hat es nicht gerade einfach, ich sage es jetzt mal so. Im Amt für Städtebau in Zürich ist es noch so, oder, dass das noch so aufgeteilt ist, die Denkmalpflege, die Archäologie, die Unterwasserarchäologie, das baugeschichtliche Archiv, was gibt es alles noch, oder? Also alle Leute, die sich in der Stadt mit der Vergangenheit auseinandersetzen, die waren auch bei mir und gleichzeitig die Planer, die in die Zukunft schauen. Also hatte ich eigentlich in meinem Amt und auch meine Nachfolgerin hat immer ein Problem, sie kann machen, was sie will, oder ist sie für die Zukunft, hat sie die Vergangenheit gegen sich, beschützt sie die Vergangenheit, hat sie die Zukunft gegen sich. Also sie sind eigentlich stetig einem Konflikt unterworfen und haben aber gleichzeitig den Anspruch bei unserer Links, also wir haben unsere lustige Regierung gesehen, oder, die dann immer noch dieses basisdemokratische Grundprinzip vertreten haben, oder es ist zwar zum Beispiel unmöglich, jemanden zu künden oder jemanden zu verlassen, er hätte ich weiß nicht was machen müssen. Und diese Dinge, oder, die machen, die sind unendlich anspruchsvoll. Oder? Und daher ist die Frage, oder was man in einem solchen Job alles macht, ist, oder wie einsam fühlt man sich, die ist, war für mich entscheidend. Und ich hätte mir gewünscht, oder, um auf Ihre Input wieder, wenn ich hier und da mit meinen Kolleginnen und Kollegen, oder, die einem da vielleicht auch mal unterstützt hätten, oder mal, wenn irgendeine Volksabstimmung oder ein Projekt irgendwie vor die Urne geht, oder dass man nicht gesagt hat, ja, der hat diese und diese Vorteile rausgeholt, sondern auch mal jemand mal aufgestanden wäre und hätte gesagt, oder, ja, das ist doch ein gutes Projekt, das machen wir jetzt. Wir haben
ich kann andere Beispiele sagen. In Zürich gibt es ja die Kaserne, das große Kasernenareal, die letzte große Reserve. Der Kanton will das abgeben, der Stadt übergeben. Wir haben Workshops gemacht, wie man das entwickeln könnte. Öffentliche, oder sind 5 Architekten gekommen von 1600 Büros. Oder? Der eine war 87, der andere war 83, einer kam am Stock. Und das war so ungefähr die oder mit denen haben wir dann über die Zukunft gesprochen und dann war aber die breite Masse, die dann einem schon gesagt hat, was man will. Und daher kommt meine Wunsch oder meine Bitte auch an die Architektinnen und Architekten, sich schon auch mal für die Gemeinschaft zu engagieren und nicht nur, klar kann man sagen, Wettbewerb oder wir setzen uns für die Situation oder für die Städtebau ein. Das ist auch richtig so. Aber das sind immer auch, also da bin ich jetzt, meine Erfahrungen sind da einfach, das sind dann schon immer auch persönliche Interessen, oder? Weil sie wollen ja den Wettbewerb gewinnen, daher müssen sie sich mit den städtebaulichen Situationen auseinandersetzen, sonst haben sie auch keine Chance. Also schon mit der, oder kann man den Kreis wieder schließen? Ja, ja, das gibt's. Das gibt's schon. Und, ja, es gibt es alles, oder? Vielleicht in Innsbruck gibt es das, aber in Zürich mal den BSA, den Bund Schweizer Architekten, die Sektion Zürich oder den SIA, den Schweizerischen Ingenieur und Architekten, mal auf ein Ziel hinzugeben. Oder zum Beispiel sagen, das Fußballstadion, bitte schreibt doch mal einen öffentlichen Brief. Geht nicht. Aber wenn wir eine Planung gemacht haben über dieses Universitätsgebiet mit dem Universitätsspital, mit Neubauten für die Universität, ob es uns eigentlich noch ginge, oder das so zu machen, oder das war eigentlich das war ihre Unterstützung, eigentlich der blanke Widerstand, oder? Und das meine ich eigentlich, oder jeder Architekt, jede Architektin ist auch ein Stadtplaner und weiß es auch ein bisschen besser, oder? Darum. Aber ich will da nicht, ich kann auch darüber lachen oder so, aber es war meine Erfahrung. Ich habe mich dann halt auch oft alleine gefühlt, oder? Oder gehen Sie mal, oder ich wusste jede, schönen Abend, ich war ja viel in Quartieren, oder so Quartierpläne oder so, oder da mal, oder da kommt Ihnen die blanke Ablehnung kommt Ihnen entgegen, aber mal, dass jemand da von den Kollegen mal anwesend wäre und aufstehen würde und sagen, ja, aber ist doch nicht so schlecht und so weiter, oder? Das habe ich nie erlebt, aber alles andere schon. Ja, dann danke ich dir für den Vortrag, wünsche noch einen guten Abend, denn es gibt jetzt so Kleinigkeiten wie wieder Maroni zum Essen. Danke fürs Kommen. Vielen Dank.